Messetage bei Heilbehilfe Frühwald in Pinkerfeld. 1934 gründete Diplom-Ingenieur Karl Frühwald eine medizinische Leihanstalt. Das Ziel war, einen Betrieb mit sozialen Hilfsleistungen für Bedürftige zu verbinden. Seit ca. 20 Jahren befindet sich eine Außenstelle im Burgenland, genau gesagt in Pinkerfeld. Die Firma Frühwald zeigt in einer zweitägigen Ausstellung die neuesten Produkte zum Thema Heilbehilfe. Einer der ganz großen Renner war ein Elektrorollstuhl für Fahrten im Gelände, erklärte uns der Filialleiter von Pinkerfeld, Christoph Unger Orschek. Das ist für uns für uns abgespeichert im System als Elektrorollstuhl, einer der geländegängigsten Elektrorollstühle, die wir eigentlich haben. Macht sehr viel Spaß damit zu fahren, wie man gerade auch gesehen hat. Es hat sehr viel Kraft, er ist sehr gut gefedert und ja, es ist eigentlich, wie gesagt, ein ganz super Gerät. Wenn wir gehen auf die ganze E-Autos, die erste Frage ist immer, wie weit kann man fahren? Dann kommt der Fahrer mit der einen Akkuladung, wie weit kann man? Also es ist angegeben vom Hersteller, sind 100 Kilometer Reichweite mit einer vollen Ladung Akku. Wobei man aber da auch dazu sagen muss, dass diese Bemessungen auf einer Ebene gemessen wurden und nicht jetzt so im Gelände. Also realistisch sind wir, sagen wir mal, bei 60 bis 70 Kilometer komme ich locker. Also das dauert schon eine Weile, bis man das verfahrt und macht wirklich Spaß. Sehr gut, wir sehen uns dann bei dem nächsten Gerät. Genau so ist es, wir sehen uns beim nächsten Gerät. Eine Wanderung mit Vereinen oder ein Spaziergang durch den Wald ist mit einem aktiven Rollstuhl nicht möglich. Mit einer speziellen Mechanik ist das aber ganz einfach. Genau, der Magic Extreme gesagt ist der ideale Begleiter für das Gelände, wo Sie mit einem normalen Elektrorollstuhl nicht hinkommen. Also sei es Schnee, Sand, Waldboden, er überschreitet alle Grenzen. Das heißt, was im Burgenland oft gibt, so Wanderwege, wo die Leute gehen spazieren, dann mit der Rollstuhl kann man das mitmachen und dann kommt dann eine Frage, welche Strecke schaffe ich mit einer Ladung? Das kommt auf den Untergrund und auf der Umgebung drauf an, auf das Gelände, wo Sie unterwegs sind, aber in der Regel zwischen 10 und 20 Kilometer sind kein Problem. Und was ich habe noch gesehen, die Rollstuhl kann man kippen, sozusagen Kreuzung ausrosten. Zum Ausrasten, zur Druckentlastung, der hat das Sitzneigungsmodul mit verbaut und ist Allradbetrieb mit Einzelradaufhängung. Und eigene Sonne auch zu genießen. Ganz genau, richtig, ja. Dann sage ich vielen Dank und wir schauen uns die weitere Rollstuhl. Dankeschön. Ein großes Interesse zeigten die vielen Besucher auch für ein Vorspannbike. Bei der nächste, was wir jetzt sehen, ist ein Vorspannbike. Was ist das? Was kann das? Was kann sich jemand vorstellen, wer das noch nie gesehen hat? Ja, das ist eines unserer neuen Vorspannbikes, die es schaffen, sich selbstständig anzudocken beim Rollstuhl. Das heißt, ich brauche selbst keine Muskelkraft mehr anwenden, so wie es bei den Vorgängern war. Der macht das alles für alleine. Ich habe ein automatisches System verbaut. Wird eigentlich genommen, wenn ich jetzt irgendwo so gemütlichere Spaziergänge machen will, ein bisschen weitere Strecken, wo ich mir das dann an den Rollstuhl anhänge und dann eben meinen Ausflug mache. Ist eigentlich auch sehr spannend und auch sehr, sehr angenehm zum Fahren. Und welche Strecke schafft man mit einer Ladung? Also wir kommen da circa, wenn man jetzt wirklich, ich sage jetzt einmal ganz gemütlich fahren, so um die 40 Kilometer mit einer vollen Akkuladung. Kann man dann die Akku überall laden oder dieser bestimmte Stromkreise wie die bei den Autos? Nein, es geht bei jeder ganz normalen Haussteckdose. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre zu einem Heurigen und ich habe vielleicht vor, dort ein bisschen länger zu bleiben, dieser Akku ist in 5 Stunden circa vollgeladen. Das heißt, das Ladegerät habe ich die Möglichkeit immer mitzunehmen, dadurch, dass es da vorne eine Tasche hat. Und somit ist das Ladegerät immer dabei und ich bin eigentlich immer mobil. Treppen sind ein großes Problem für Rollstuhlfahrer. Jetzt gibt es aber auch einen Rollstuhl, der auch Treppen überwindet.
So, jetzt stehen wir bei einem ganz neuen Gerät namens Skevo Pro, ein Schweizer Rollstuhl, ziemlich neuer Markt, hat den riesen Vorteil, er kombiniert Rollstuhl, Fahren mit allen Möglichkeiten, Rückenverstellung, Kantelung, Aufstehfunktionen, als auch mit den Raupen unten eine Möglichkeit, über Treppen zu steigen. Das heißt, ich habe einfach die komplette Barrierefreiheit mit dem Gerät, kann Stufen überwinden, kann Steigungen fahren, aber kann auch in Ausgleichsdruckentlastungspositionen gehen, und das vereint dieses Gerät. Auch Landesrat Dr. Leonhard Schneemann fuhr mit Erfolg mit dem Geländerollstuhl. Wir haben mit ihm gesprochen. Herr Landesrat, Frühwald macht heute Tag der offenen Tür, wo sieht man vieles Mögliche, was die Mobilität angeht. Es heißt, wenn man eine Behinderten- oder gehbeschränkte Person verstehen wollen, muss man selber sich hinsetzen, ihren Rollstuhl und Alltag zu bewältigen. Sie haben heute sowieso eine ausprobiert. Wie sehen Sie das? Ja, zum einen ist es einmal wichtig, dass man solche Unternehmen wie die Firma Frühwald hat, die über viele Jahrzehnte eigentlich immer wieder daran gearbeitet hat, neue Produkte auf den Weg zu bringen für Menschen mit Behinderungen. Und es ist wirklich auf der einen Seite sehr beeindruckend zu sehen, welche Möglichkeiten es da gibt für diese Menschen, vielfältigster Art und Weise. Es gibt Geräte, wo man ins Gelände gehen kann. Es gibt aber auch Geräte, die einfach bei der Mobilität unterstützen, wenn man auf Reisen geht und vieles andere mehr. Also das ist schon wichtig, dass wir Menschen mit Behinderungen auch sagen kann, schaut, es gibt viele Möglichkeiten, die man da ausnutzen kann, um am Leben teilhaben zu können. Das ist ja eines der wichtigsten Grundsätze laut UN-Menschenrechtskonvention. Die Menschen sollen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Und mit diesen Geräten, wie wir sie hier sehen, bei dieser Ausstellung, glaube ich, ist vieles möglich. Und da bin ich sehr froh darüber, dass es Firmen wie die Firma Grünwald gibt, die bereits sehr bald das 90-jährige Jubiläum feiern wird, dass wir hier wirklich viele Möglichkeiten haben für diese Menschen. Das heißt, Burgenland ist stolz, sowas zu haben? Ja, wir sind auf jedes Unternehmen in Burgenland stolz, und gerade auch, wenn man solche Unternehmen hier hat, die sich um die Bedürfnisse der Menschen annimmt, um die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen annimmt, dann ist das einmal mehr ein wichtiges Zeichen, dass es in Burgenland auch diesen sozialen Zusammenhalt gibt, dass es uns wichtig ist, niemanden auszuschließen. Das ist gelebte Inklusion. Sie haben ein, sag mal so, Fahrzeug ausprobiert. Ja. Keine richtige Rollstuhl, sondern die angepasste für die Geländefahrt. Erzählen Sie uns, wie war die Fahrt? Ja, es war eigentlich ganz angenehm. Ich habe mich sehr sicher gefühlt. Das ist ja auch ein wesentlicher Aspekt. Wenn man mit so einem Gerät ins Gelände fährt, dann muss auch eine Sicherheit da sein. Und da habe ich wirklich gesehen, dass da ist Technologie pur im Spiel. Und ich denke, das macht Menschen mit Behinderungen auch Spaß, mit solchen Geräten im Gelände, mit der Familie beispielsweise, Ausflüge machen zu können. Also ich habe mich sehr sicher gefühlt, und ich bin überzeugt, alle, die das Gerät nutzen, werden das genauso sehen. Und die Erklärung von den Mitarbeitern und Geschäftsführern, ist er ausreichend? Ja, also ich bin überzeugt davon, dass das auch bei allen Kunden so gehandhabt wird, dass eine gute Erklärung im Vordergrund steht. Also ich habe wirklich gesehen, da ist sehr viel Herzblut, sehr viel Engagement von Seiten der Geschäftsführung dabei. Ich denke, da sind die Kunden gut aufgehoben. Stolz, dass es die Heilbehilfe Frühwald im Pinkerfeld gibt, zeigt sich Bürgermeister Kurt Matschek. Ja, die Firma Frühwald gibt es seit 90 Jahren, feiert heuer im August das 90-jährige Bestandsjubiläum in Pinkerfeld seit 12 Jahren. Und wir sind natürlich stolz auf jeden Betrieb, auf jede Firma und vor allem auf eine Firma, die mit Pflege zu tun hat. Gesundheit, Pflege ist ja ein Motto im Burgenland. Und dementsprechend bin ich als Bürgermeister stolz, dass wir hier dieses Angebot haben. Die Firma Frühwald gibt es ja in Wien in 3 verschiedenen Standorten und im Burgenland. Und ich glaube, sie wird gut angenommen. Und das, was man hier sieht, diese Pflege und Mobilität, das ist eindrucksvoll, was ich heute gesehen habe. Und damit, das hat der ÖZIF-Präsident gerade gesagt, erlebt man ein neues Gefühl der Freiheit mit diesen neuen Gerätschaften, die die Firma Frühwald anbietet.
Über die Firma Frühwald haben wir mit Geschäftsführer Wolfgang Tschiedl gesprochen. Der Frühwald ist der Marke, was geht für die Mobilität von den Behinderten und die Kranken oder eingeschränkten Personen. Wie ist die Verbindung zwischen Wien und Burgenland? Also die Firma Frühwald ist grundsätzlich ein Familienbetrieb, der in Wien vor 90 Jahren gegründet wurde. Und seit vielen Jahren gibt es eine Filiale im Burgenland, im Pinkerfeld, um die Betreuung im Burgenland vor Ort zu gewährleisten, weil die Leute, die von uns Geräte haben, die Rollstühle haben und so weiter, natürlich im Fall des Falles rasch eine Hilfe vor Ort brauchen und sonst können wir das auf die Entfernung nicht so gut gewährleisten. Deswegen gibt es die Filiale hier in Pinkerfeld, um Burgenland von hier aus zu betreuen und das funktioniert mit unserem Team hier unten sehr gut. Sie bieten nicht nur die neueste Rollstuhl-Gehhilfe und andere Sachen, Sie reparieren das auch? Richtig, wir machen Reparaturen, Instandsetzungen, aber auch kundenspezifische Adaptierungen und Anpassungen, weil die Geräte, so wie sie vom Hersteller kommen, ja bei den verschiedenen Behindertenbildern oft nicht so passen, wie sie passen müssen. Und das heißt, wir haben drei große Werkstätten eigentlich in Wien, eine rein mechanische, eine elektromechanische und eine orthopädietechnische, um Geräte anzupassen und gegebenenfalls auch Komponenten herzustellen, die wir eben brauchen. Ich habe ziemlich viel Kontakt mit den Gehbehinderten oder behinderten Personen. Jeder sagt, früher war das viel leichter, einen neuen Rollstuhl zu bekommen zum Beispiel. Wie sehen Sie die Arbeit mit den Gebietskrankenkassen? Ja, die Arbeit mit den Gebietskrankenkassen ist natürlich auch seit Jahrzehnten oder fast ein Jahrhundert Kerngeschäft der Firma Frühwald. Ob es leichter war oder nicht, will ich jetzt gar nicht beurteilen, einen Rollstuhl zu bekommen. Faktum ist, dass die Zusammenlegung auch der Kassen die Abteilungen dort immer größer und immer unübersichtlicher werden. Das heißt, was man feststellen kann, ist, wenn der persönliche Kontakt zwischen dem Versicherten und seiner Krankenkasse fehlt, wird man zur Nummer und die hinter der Nummer steckt kein Schicksal. Jene Krankenkassen, und auch von da gibt es noch einige in Österreich, die persönliche Betreuer haben, Case Manager oder Sozialarbeiter, die vor Ort zu den Betroffenen gehen, die dann wissen, wie es dort ausschaut, wie es dem geht, was er braucht. Das ist natürlich etwas, was den Betroffenen sehr entgegenkommt und sehr hilft. Das heißt, von der Kasse zu Kasse ist immer anderes. Richtig, es ist natürlich zwischen den Kassen teilweise ein erheblicher Unterschied. Es ist auch teilweise noch ein erheblicher Unterschied innerhalb der jetzt zusammengelegten ÖGK, weil diese Zusammenlegung zwar im Logo und am Papier funktioniert, aber wie gestern der Obmann Huss im Mittagsjournal selber gesagt hat, die Zusammenlegung war das größte finanzielle Desaster für die Versicherten. Das stammt nicht von mir, das ist ein Zitat vom Obmann von der österreichischen Gesundheitskasse. Also wenn der das schon so unverblümt sagt, können wir uns alle vorstellen, wie es tatsächlich ist. Dann sage ich vielen Dank für die Interview. Wir sehen uns sicher noch weiter. Ja, sehr gerne. Schauen Sie sich um, schauen Sie sich an, was wir mitgebracht haben. Es sind also einige ganz tolle und interessante Geräte da. Da haben wir zum Beispiel einen Rollstuhl, der vollständig aufstehen und aufrichten kann. Weil Behinderte, ja, der Mensch ist nicht zum Sitzen geboren eigentlich, sondern auch zur Aufrichtung. Der ganze Kreislauf und so weiter hängt davon ab. Und es gibt also Rollstühle, mit denen man sich aufrichten kann, welche mit denen man im Gelände spazieren fahren kann, damit man auch beim Mountainbiken mitfahren kann und so weiter. Schauen Sie sich um und lassen Sie sich's zeigen. Eine jahrelange Freundschaft und Kooperation besteht auch zwischen der Firma Frühwald und dem ÖZIF. Diese wird auch weiterhin gepflegt. Wir haben mit dem ÖZIF-Präsidenten Manfred Seifert darüber gesprochen. Eine lange Zusammenarbeit verbindet ÖZIF mit der Frühwald. Erklären Sie uns, wie es dazu gekommen ist und wie zufrieden ist der ÖZIF mit der Arbeit von der Frühwald? Ja, wir sind seit langer Zeit also mit der Firma Frühwald verbunden über den Standort in Pinkerfeld bzw. Zentrale Sein-Wien. Wir können also auf die sämtlichen Produkte zurückgreifen und sind also mit dieser Firma der Zusammenarbeit äußerst zufrieden. Empfehlen Sie Frühwald weitere Personen, welche Schicksale erwischt? Wir können also die Firma Frühwald mit gutem Gewissen also auch weitervermitteln.
weil ich muss ehrlich sagen, der Service als solches äußerst gut ist. Es ist eine große Auswahl an Produkten da, wo es auch für jeden Einzelnen das abgestimmt ist. So wie die Beratung? So wie die Beratung. Das ist individuell für jeden einzelnen Menschen. In den beiden Tagen der Messe kamen Besucher aus dem ganzen Burgenland. Filialleiter Christoph Unger-Orschek zieht ein Resümee der Messetage. Ja, also unser heutiger Tag, der zweite Tag unserer Messe, ist eigentlich bis jetzt relativ gut verlaufen und auch sehr gut besucht worden. Es sind die Interessen natürlich hier für, wo schon Rollstuhlfahrer zu uns kommen und sich natürlich über neue Modelle informieren, was es da jetzt am Markt gibt. Und es gibt, wie man ja sieht, sehr viele. Es waren auch Therapeutinnen hier, es waren auch Ärzte hier. Das verläuft sich so auf der Messe dann mit den ganzen Informationen. Wir haben ein sehr breit aufgestelltes Team hier bei mir auf der Messe, wo sich überall jemand anders gut auskennt. Und somit haben wir das eigentlich alles super abdecken können bis jetzt. Und ich glaube, wir werden es auch bis zum Schluss noch schaffen. Einige Ausschnitte der Messe haben wir noch für Sie vorbereitet.